Italiana in tutto il mondo, Monaco di Baviera, oggi il di... Wie viel November haben wir heute? 18, gell? 18. November 2008. Es ist das passiert, was ich gesagt habe vorher. Man hat mich aufgehalten und wollte von mir und meiner Freundin die Papiere haben. Aber ich konnte es leider nicht live filmen, sonst hätte ich mich schon wieder strafbar gemacht. Es waren zwei von der Polizei, nicht von der Bahnpolizei, in Zivil. Der eine hat mich gekannt und hat mich gefragt, ob er mich mal vor Monaten mal aufgehalten hat in der S-Bahn. Habe ich zu ihm gesagt, jawohl. Ach so, alles klar. Es hat sich alles so offenbart. Schöne Grüße an der Deutsche Bahn. Ihr hält immer wieder die Falschen auf. So sieht es aus. Es geht schon mal fahren. Ich sehe zwar gefährlich aus, aber ich bin harmlos. Wo? Ja, das ist ja 11. Ja, cool. Wir halten mich hier schon wieder auf. So schön, so klar, ich bin ein guter schöner Mann. Und da war ich mit dem Nikolic unterwegs. Da habe ich das Fahrrad dabei gehabt und habe dann die Spezialausrüstung gehabt, also die mit den Protektoren, gell? Und die Videokameras und in der S-Bahn, die haben das Dreifache, das Vierfache installiert. Überall war ich in der Video. Am Ende waren sieben Polizisten, die haben mich umzingelt. Mich umzingelt. Und da fragt einer von deiner Hauptkommissar, der hat vier Sternchen gehabt, warum ich so aussehe. Dann habe ich ihm gesagt, ja, weil ich sportlich bin, das ist dasselbe wie jetzt. Ja, was meine ich mit sportlich? Ja, ich bin halt, ich fahre öfters mit dem Mountainbike und wegen der Sturzgefahr. Ja, und der andere hat gedacht, scheiße, dumm gelaufen. Ne, dumm gelaufen. Nee, und da habe ich zu denen gesagt, aber ich weiß, ich habe zu meinem Kumpel, zum Nikolic, gesagt, die werden uns aufhalten, weil das halt nochmal so ist. Wenn ich nach München komme, egal wo ich bin, entweder werde ich aufgehalten oder ich werde aufgehalten. So sieht es aus. Und wie du auch siehst, die nehmen auch keine Rücksicht, ob du dabei bist, ob eine Frau dabei ist. Das ist denen scheißegal. Meine persönliche Meinung ist, es gilt für alle Polizisten in Zivil oder nicht Zivil oder in Uniform oder ohne Uniform, ihr habt eine falsche Ausbildung. Oder zumindest sollte man diesen Leuten in die Zukunft mitgeben, wie kann ich wirklich bei einer Gesichtskontrolle,
so einen wie mich aufhalte. Ich sehe doch wirklich harmlos aus. Ja, Müller. Also Schnitt, Italiano tutto il mondo. Jetzt machen wir wieder lustig hier in München. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich werde überhaupt immer Spaß haben, weil ich kann immer alles vorhersehen. Ich bin ich und ich kann mich nicht von heute auf morgen ändern. Ich kann mich nicht umwandeln von Mann auf Frau. Wer weiß, aber eins ist sicher. Wenn ich ein Krimineller wäre, was ich ja nicht bin, mich würde keiner bekommen, auf gar keinen Fall. Dazu stehe ich auch. Denn wenn ich was gelernt habe, dann mache ich das zu 100%. Schnitt, tschüss, ciao, ciao.